Der Schweizer Ökonom Klaus Wellerhof hat ein fantastisches Buch geschrieben, das er mir vorgestern gegeben hat und das ich bereits fertig gelesen habe. Klaus Wellerhof analysiert diejenigen Dinge, die man analysieren kann, und weist darauf hin, was man nicht analysieren kann. Und eine der wichtigen Erkenntnisse, die er uns mitteilt, ist, dass die Zinsen historisch sehr, sehr tief sind und nicht noch viel tiefer fallen können. Das bedeutet für praktisch alle Anlageklassen, dass sich die Werte senken werden. Nun haben wir das schon oft gehört, aber Klaus Wellerhof hat mir klar vermittelt, dass das Problem eher zugenommen hat. Ich habe deshalb Folgendes überlegt: Was kann ich heute noch tun, um mein Aktienportfolio abzusichern? Eine Möglichkeit sind Optionen, das kostet aber und ist sehr kurzfristig. Eine sehr viel längerfristigere Möglichkeit ist, in Werte zu gehen, die eben auch bei Inflation ihren Wert erhalten, und das ist klassischerweise Gold. Ich habe mich mit meiner Frau geeinigt, mehr in Gold zu investieren. Und was wir machen werden, ist ein neues Portfolio nur mit Goldaktien. Die nächste Saison, sie beginnt schon bald, startet also mit Goldaktien. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe die Datenbank von Obermatt heruntergeladen, die man mit jedem E-Mail erhält, wenn man Premium-Subscriber ist. Und ich habe alle Aktien herausgefiltert, die Goldminen betreiben. Und ich habe sie sortiert nach der Dividendenrendite. Was Sie ganz unten sehen, Centamin, ist das Unternehmen mit der besten Dividendenrendite. Ich habe diese Unternehmen angeschaut, Centamin, Polius, Rangold, und bin dann weiter aufgegangen bis Goldfields. Und das Resultat erkläre ich Ihnen kurz. Centamin ist an der London Stock Exchange, also interessant. Ich habe angeschaut, was sie für Bewertungen haben, und nichts Spannendes gefunden. Die einen zeigen Kaufen, die anderen Outperform, die dritten Hold. Das wäre an für sich noch gut. Ich habe dann aber gesehen, dass der Value Rank nach unserer Bewertung doch relativ schlecht ist. Nun, was habe ich gemacht? Ich habe weitergeschaut. Polius in Amerika ist auch ein Goldproduzent. Ich habe dort angeschaut, wie sehen die Obermatt-Ränge aus. Und die Obermatt-Ränge sind mit Ausnahme des Value Ranks wirklich schlecht. Habe ich dann entschieden, nicht zu kaufen. Ich bin zu Rangold gekommen, die an der London Stock Exchange kotiert ist. Habe dort gesehen, dass zwar der Sicherheitsrang sehr gut ist, der Value Rang aber schlecht. Nun, auch bei meinem Broker sieht es auch nicht viel besser aus. Sehr viele Kunden setzen das Unternehmen auf Hold. Ich bin weitergegangen und habe das nächste Unternehmen, das an einem westlichen Markt gehandelt wird, angeschaut. Und das Unternehmen heißt Gold Fields, ist in Südafrika. Finde ich wirklich spannend. Wenn ich dort anschaue, dann haben wir doch einige Outperforms, einige Buy und einige Hold-Empfehlungen. Auch das ist nicht besonders gut. Schaue ich, wie sieht es bei uns aus? Well, der Value-Rang ist enorm gut. Ich habe das Unternehmen genauer angeschaut, es hat mir gefallen und musste lachen, wie so eine Goldmine dann überhaupt aussieht. Von der Webseite her habe ich festgestellt, es ist in Südafrika, finde ich ein vernünftiger Ort. Ich habe das Management durchgeschaut, habe Vertrauen gekriegt in das Management, finde das eigentlich ganz vernünftig und habe mich deshalb entschieden, das Unternehmen zu kaufen. Das erste Unternehmen, das ich kaufe, ist also Goldfields. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Selberinvestieren.